mal wieder mit neuen Neuigkeiten. Und diesmal von Kabam. Jawohl. Ich bin es. Jim, ihr Vollidioten, ihr kennt ihr mich nicht. Okay, der Sachtung ist ganz klar. Sei gegrüßt, Auserwählter. Nun ja, wir wissen alle, wie das ist als Designer. Ich kann dir folgendes Neuigkeiten sagen. Hier schreibt wieder euer Design-Leader. Ja, ich bin's, Kabam. Hippotan Dead Jim. Jawohl, so ist das. Wir uns das letzte Mal zu einem gemütlichen Snack über das Turnier zusammengesetzt haben. Ja, in dieser Zeit war das Team, mein Team, beschäftigt, die meisten coolsten Dinge für euch zu liefern. Ja, für dich, genau, du bist gemeint, du, der da das anschaut in der Glotze. Die meisten Dinge haben wir natürlich nicht geliefert. Ich meine, ich habe einiges so angekündigt, neue Aktinhalte, eine Fortsetzung von früher Angelegenheiten. Allianz Tools, Knotenverbesserung und der Rückkehrbutton. Naja, eine Fülle halt von Champion Updates und der Verkauf aus dem Vorrat. Eine Reihe von Übergriff Updates und viel mehr dazwischen. Naja, was soll ich dazu sagen? Einiges hat halt nicht hingehauen. So bin ich halt, euer Jim. Natürlich haben wir nicht komplett alles ausgeliefert. Zum Beispiel das Event Sommer der Schmerzen. Oh ja, ich bin ein bisschen Corona infiziert. Keine Sorge. Ich bin kerngesund, immun gegen jeden Virus. Wo waren wir? Genau, die Entwicklung hat sich natürlich geändert. So wie eure Prioritäten sich auch manchmal ändern. Und das kennen wir ja. Lieber die Frau Vögel als ein Spiel zocken. Ja, an dich, Hans. Einen schönen Gruß. Grüß dich, mein Freund. Also, wo waren wir? Natürlich habe ich eine Vision. Und einige Ziele musste ich leider auslassen. Ja, aber diesmal komme ich direkt zum Punkt. Also tauchen wir ohne weiteres Geschwafel in das erste Entwicklungstagebuch ein. Okay. Aber da ich ja exklusiv bin und die Nummer 1 übergebe ich jetzt hier an meinen Kollegen Mike. Ja, Mike Waschbär. Also, man sieht sich. Euer Designer, Jim Hippotan. Ciao. Ja, servus, grüßt euch. Also, aufgepasst. Ich bin's. Von Kabam. Mikey Dikey Waschbär. Also, die Missionsinhalte. Besprechen wir mal die Missionsinhalte. Wo waren wir? Ja. Also, das Missionsteam ist ja in dieses blöde Jahr 2021 gerumpelt. Und natürlich bieten wir noch dieses Jahr mehr für das Turnier an. Wir haben 2 brandneue Kapitel, Buch 2 hinzugefügt, falls ihr es gemerkt habt. Falls nicht, Schnauze und aufgepasst. Und weitere frühe Angelegenheiten, ein kleines Ding namens Sommer des Schmerzens, kommt ja noch, geduldig. Und eine brandneue Hardcore-Herausforderung, eine vollständige Überarbeitung des Starterlebnisses. Was muss alles noch besprochen werden, also gucken wir uns mal diesen Shit an. Okay, was haben wir erstmal für die Profis gemacht? Wir haben natürlich Buch 2, Akt 1 gemacht. Kapitel 2, Mai. Vampol steht jetzt diesmal in Kapitel 2 in unserem Mittelpunkt. Die geile Sauda. Übrigens, ich hab schon mit ihr. Naja, Gott. Schau, könnt vielleicht zuschauen, also Schnauze. Also, das ganz große Erschüttern soll es lauten. Das war unser natürlich Marketing-Einfall. Was für ein Einfall. Mit der Exosphäre des Grandmasters bewaffnet sich unser Vampol. Und versucht natürlich, das Turnier etwas zu einem köln-aufregenden Erlebnis zu verwandeln. Wer würde das nicht tun, wenn er nicht wie Gwenpool wäre? Natürlich haben wir neue Knoten und Funktionsweisen und einen völlig originellen Final-Endgegner in Form der wahnsinnig großartigen Gwen-Masters
angeboten. Ja, denn so ist es. Es heißt Grandmasters. Gwenpool Grandmasters. Und natürlich Kapitel 2 eine ganze Reihe neuer Herausforderungen, weitere. Aber natürlich ist es dieses Kapitel für die Profis. Und ihr kleinen Anfänger, Hosenscheißer, Hosenpisser, wollte ich sagen, habt halt eben das Nachsehen. Pech gab, keine Belohnungen. Ja, natürlich planen wir natürlich Kapitel 3 auch noch, ist ja klar. Oktober ist bereits mit Plänen versät für neue Knoten, neue Endgegner und der Rückkehr des ältesten Gegners des Turniers. Auf dem Weg zu euch natürlich. Wo denn sonst? Ja, wir bringen natürlich auch einige Knoten zurück, die viele Leute in Kapitel 1 gemocht haben. Von wegen gemocht. Es waren Einheiten, Units dabei. Wir haben gute Kohle gemacht, so sieht's aus. Natürlich gepaart mit ein paar neuen Herausforderungen, um die Story-Mission für die Spieler interessant zu halten. Interessant, na klar. Für den Interessanten mein Sack, mein Dick. Da kommt der Geldbeutel rein. Kabam, pay to win. So heißt es. Oh, das habt ihr natürlich nicht von mir gehört. Also seid gespannt auf unseren Kapitel 3 Better, der für Sommer 2021 geplant ist. Und bleibt gesund und haltet euch ja fern, Abstand und am besten verschüttet euch in Corona-Spielsucht. So Leute, jetzt geht's weiter natürlich. Aber meine Wenigkeit, sage ich mal tschüss, ich gebe jetzt ab an Kabam. Paint your rain. Goki. Yo, this done.